Alter Leute, wie krass war das denn? Herzlich willkommen zu meinem Rückblick auf WWEs Elimination Chamber bzw. No Escape. Gleich schon mal vorweg, einer der geilsten Pay-Per-Views ever in den letzten Jahren. Keine Ahnung, richtig Hammer Ding gewesen. Die Kickoff-Show begann mit einem überraschenden Match und zwar Stardust gegen Zack Ryder und das fand ich schon mal richtig cool, weil Ryder gehört gepusht, wie es sich gehört. Der Typ ist einfach richtig cool, richtig sympathisch und da muss einfach mehr gemacht werden. Und er hat jetzt also ein Match beim Pay-Per-View bekommen, wenn noch nicht beim richtigen, sondern eher in der Kickoff-Show, aber das ist ja auch nicht allzu wild. Leider hat er das Ding zwar verloren, trotzdem finde ich es geil, öfter Zack Ryder zu sehen. Dann gab es das Miz-TV-Segment, in dem The Miz natürlich zum ersten zurückkommt vor die WWE-Kameras und zum anderen Daniel Bryan fragt, was ist denn jetzt nur los mit dir? Und Daniel Bryan sagt, ich komme wieder. Das Ganze hat er zwar schon vorher gesagt, als es noch nicht raus war. Das kann natürlich auch wieder nur so eine Floskel gewesen sein, weil es wäre halt dumm gewesen, wenn er gesagt hätte, nee, ich komme nicht wieder. Dann wäre halt die ganze Stimmung gleich im Arsch gewesen. Aber ich hoffe da wirklich einfach nur aufs Beste. Und da kam auch raus, dass Daniel Bryan den Intercontinental-Titel an denjenigen überreicht, der ihn heute gewinnt. Dann gab es als erstes Match in der eigentlichen Show das WWE Tag Team Titelmatch. Und so, wie ich mir auch schon denken konnte, durfte der Dritte aus The New Day mit in die Kammer rein. Und so gab es, ja, ich sag mal, einen ziemlich unfairen Vorteil, möchte ich einfach mal nennen, für The New Day. Trotzdem an sich schon, die Sache ist halt sehr lustig. Dieses Match war richtig gut. Da waren so viele geile Spots drin. Jedes Tag Team hat seinen Moment bekommen, wo du wirklich sagst, ey, die haben es echt verdient, hier drin zu sein. Am krassesten war natürlich, als Kalisto oben an die Decke von dem Elimination Chamber geklettert ist und sich von da aus auf die anderen Leute im Ring fallen lassen hat. Das alleine, wie hoch das ist, ist schon so krass. Das hätte also schon Preise gewonnen. Auf jeden Fall sehr geiles Match gewesen. Zum Schluss haben The New Day die Tag Team Titel verteidigt. Finde ich jetzt nicht so schlecht, weil ich feiere die einfach. Die sind schon wieder so scheiße, dass es cool ist. Und deshalb ist das auch völlig okay für mich. Jeder andere in diesem Ding hätte es von mir aus auch verdient. Es gab dann auch noch die Situation, dass El Torito zum Beispiel bei Los Matadors auch mit in diesem Chamber war. Das war, hat halt alles nochmal so eine neue Komponente gegeben, die es halt noch nie gab. Denn Tag Teams gab es noch nicht im Elimination Chamber. Und so fand ich das schon extrem cool. Danach kam, glaube ich, das Divas Titelmatch und da hat Nikki Bella ihren Titel verteidigt gegen Paige und Naomi. War jetzt nicht das Übermatch, es war halt wirklich sehr strikt, dass halt immer zwei Diven im Ring waren. Eine lag draußen, dann haben die wieder getauscht. Also es war halt wirklich, naja, okay, aber mehr jetzt auch nicht. Nikki Bella hat auf jeden Fall verteidigt und danach noch mit Brie Bella ein bisschen gefeiert. Die ist also auch irgendwie wieder da gewesen, wahrscheinlich auch, weil Daniel Bryan auch vor Ort war. Ja, so viel dazu. Danach gab es den übelsten Mindfuck. Das war so geil. Ich blendet euch mal das Bild ein, was ich auf Instagram gepostet habe nach dem Ding. Fucking Kevin Owens hat John Cena clean besiegt. Das hätte vor einem Jahr niemand hätte mit dieser Konstellation irgendwie spekuliert. Das ist einfach so krass. John Cena hat sich niemals für irgendwen hingelegt. Es war immer so, dass Cena overging bei allen Sachen, bei allen Fäden. Und dann kommt Kevin Owens aus NXT und pinnt den Typen in einem unglaublich geilen Match. Es waren so viele Nearfalls dabei. Du hast echt so oft gedacht, Alter, jetzt, oh fuck, Alter. Und das war halt wirklich richtig, richtig geil. Es war auch ein richtig langes Match. Von daher, es war einfach wirklich mein Fuck in sämtlichen Möglichkeiten, die dieses Wort beinhaltet. Ich will das immer noch mal extra betonen, weil mir glaubt man das häufiger nicht. Ich bin kein Cena-Hater. Aber diese Situation ist einfach so richtig cool, wenn Cena wieder gewonnen hätte. Cena ist so der FC Bayern des Wrestlings. Wenn der einfach immer gewinnt, dann wird es doch irgendwann auch langweilig, oder nicht? Und deshalb, da muss Spannung rein, der muss auch mal verlieren können. Und dann sich hinzulegen für den Kevin Owens, der im Moment wirklich das krasseste im Wrestling-Business ist. Der Typ ist gerade so over und da gehört auch hin, der ist wirklich richtig cool. Und deshalb wirklich alle Pops da in die Richtung. Vince McMahon hat mal wirklich richtig entschieden, so muss das Ding aussehen. Kevin Owens gewinnt gegen John Cena. Dann haben wir Bo Dallas
gegen Neville. Und da wurde sogar vorher nochmal so ein kurzer Einspieler gezeigt, wie das eigentlich alles zustande kam, gerade aus der Zeit aus NXT. Fand ich auch ganz gut, dass man jetzt immer mal wieder auf NXT-Material zurückgreift und das halt auch in den Hauptshows irgendwie propagiert, dass es das halt gibt. Und deshalb haben wir hier auch ein gutes Match gesehen. Es war, das glaube ich, das längste Bo Dallas Match überhaupt, jedenfalls in der Hauptshow. War jetzt nicht der Hammer, den ich erwartet habe, aber es war okay. Neville gewinnt zum Schluss mit dem Red Arrow. Und dann das zweite Elimination Chamber Match an diesem Abend, und zwar um den Intercontinental Championship. Als erstes war ja immer noch die Frage, Rusev fällt aus, wer ersetzt ihn? Und ersetzt wurde er nicht, wie von vielen spekuliert, durch Bray Wyatt, sondern durch Mark Henry, der auch mal wieder da ist. In diesem Match ist die Crowd ein bisschen eingeschlafen, so hatte ich auf jeden Fall das Gefühl. Es gab viele Segmente, die einfach extrem ruhig waren, obwohl die Action im Ring doch sehr gut war. Das hat irgendwie die Stimmung so ein bisschen runtergedrückt, aber muss man halt auch darauf achten, dass einen das irgendwie interessiert. Auf jeden Fall kam dann irgendwann der Moment, wo ich dann auch dachte, okay, von mir aus kann jetzt auch jeder gewinnen. Also ich bin jetzt nicht traurig, wenn irgendwie ein Truth gewinnt oder so. Ich gönne es da wirklich jedem. Und zum Schluss gewinnt Ryback. Da hätte ich eigentlich gedacht, okay, Ryback ist doch eigentlich verletzt. Warum kriegt er jetzt den Titel von einem Typen, der wegen Verletzungen den Titel abgeben musste? Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass Vince diese Einsatzbereitschaft, die ja Ryback zeigt, indem er einfach auch verletzt in den Ring geht, dass er das auch irgendwie würdigen wollte. Und so gewinnt Ryback seinen ersten Titel in der WWE, glaube ich auf jeden Fall. Und das ist der Intercontinental Championship. Und das finde ich echt cool, weil The Big Guy geht zurzeit extrem gut ab. Die Fans feiern es, das Feed Me More ist so laut wie noch nie. Von daher ist das auch eine gute Wahl gewesen, den Titel an Ryback zu geben. Oh ja. Und dann auch der zweite Mindfuck des Abends. Die Internet Wrestling Community wurde mal wieder vollends begnügt. Und dann auch wieder nicht. Auch hier das, was ich auf Instagram gepostet habe, als Dean Ambrose gewonnen hat. Ich bin aufgesprungen. Ich konnte es nicht fassen. Dean Ambrose gewinnt den WWE nicht. Denn Seth Rollins hat kurz vorher den Referee vor sich gezogen, sodass Dean Ambrose diesen angesprungen hat. Das hat der Ref aber mitbekommen, nicht weil er angesprungen wurde, sondern weil er zur Seite gezogen wurde. Und das heißt, Seth Rollins verliert durch Disqualification. Und das heißt, wie wir wissen, der Titel wechselt nicht. Das ist halt auch wieder so eine Sache, es gibt halt wieder richtig krassen Gesprächsstoff. Dean Ambrose hat zum Schluss den Titel mitgenommen, wo ich auch dachte, geil, sowas mal wieder zu machen, gab es schon seit Jahren nicht. Deshalb, sowas will ich sehen. Dean Ambrose gewinnt also hier offiziell, aber Champion ist er leider nicht geworden. Ich glaube, das wäre auch zu krass gewesen, wenn man bei diesem Pay-Per-View wirklich allen Fans das gibt, was sie wollen. Das wäre einfach zu viel Mindfuck gewesen. Deshalb hier, wir brauchen irgendeine Storyline, die man weiterziehen kann, die für Gesprächsstoff sorgt. Und das ist, Dean Ambrose klaut den Titel nach dem Sieg und trotzdem nicht Titelgewinn. Zum Schluss hat Roman Reigns Dean Ambrose auch noch geholfen, dann mit dem Titel sozusagen von der Authority zu entkommen. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Ich habe das ganze Ding so gefeiert. Ich freue mich auf jeden Fall auf Raw. Zu viel gelabert hier heute schon wieder. Morgen gibt es die News. Vielen Dank für jeden Daumen nach oben. Vielen Dank für jeden, der hier oder in der Infobox meine Links klickt und mich abonniert und so weiter. Ihr kennt ja den ganzen Spaß. Das war's für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.